Fab Five. Wir haben für euch eifrig recherchiert und zeigen euch nun die 5 größten Medienirrtümer über Computerspiele. Platz 5. Man muss nicht selber spielen, um über Spiele urteilen zu können. Ich kann doch auch als ich sag mal, Arzt die Empfehlung geben, zu viel Fett essen ist ungesund und muss doch nicht deswegen Fett essen. Also das ist doch Nonsens. Wenn man so sicher sagen könnte, Computerspiele machen dumm, wie man sagen kann, Fett macht Fett, dann wäre da wohl was dran. Aber so einfach ist es ja nun nicht. Sonst gäbe es nicht so viele Studien, die irgendwie alle zu anderen Ergebnissen kommen. Fakt ist doch, Computerspiele laufen vornehmlich im Kopf ab. Und da kann man ja nun nicht so einfach reinschauen. Ein Computerspieler wird die Gewalt etwa in Counter-Strike sicherlich ganz anders wahrnehmen als ein unbeteiligter Zuschauer. Deshalb sollte man schon, wenn man fundiert über Computerspiele reden will, auch mal eins in der Hand gehabt haben. Wird einen schon nicht umbringen. Wir reden ja hier nicht von Crack. Außerdem würde niemand sagen, hey, ich bin Achterbahnexperte, aber ich fahre nicht mit den Dingern. Ich gucke einfach nur von hier, wie steil die sind und höre den Leuten beim Schreien zu. Der Irrtum auf Platz 4. Ego-Shooter, Ballerspiele. Spiele, damit haben alle Amokläufer der letzten Jahre viel Zeit verbracht. Aber das tun inzwischen fast alle Jugendlichen. Computerspiele sind heutzutage unter Jugendlichen genauso weit verbreitet wie Bücher oder Fußbälle auch. Ob und wie die sich auf einen Gewalttäter ausgewirkt haben, das ist eine andere Frage. Aber allein die Tatsache, dass er Computer gespielt hat, ist heutzutage keine Erwähnung mehr wert. Bemerkenswert wäre da wohl eher, wenn er nicht gespielt hätte. Der Fairness halber wollen wir aber nicht verschweigen, dass das die zitierte Kollegin von Phoenix auch selber weiß. Der Irrtum auf Platz 3. Was man nicht versteht, sollte man verbieten. Wenn etwas auf dem Markt ist, dann wird es immer von Jugendlichen erworben und dann auch schwarz kopiert und weiter vertrieben. Herstellungsverbote, das klingt gut. Ob Rock'n'Roll, Death Metal oder, kein Witz, Pen-and-Paper-Rollenspiele, in der Vergangenheit hat es immer wieder Jugendphänomene gegeben, denen man jede Menge Unheil angedichtet hat und die daraufhin verboten werden sollten und die es teilweise auch wurden. Das ist ein Zeichen von Hilflosigkeit. Außerdem verkennen die Computerspielgegner, dass es in Deutschland den Straftatbestand der Gewaltverherrlichung bereits gibt. Nachdem wurden und werden Spiele wie zum Beispiel Manhunt bereits verboten und bundesweit beschlagnahmt. Es braucht also gar keine neuen Gesetze dafür. Allerdings entscheiden darüber natürlich die Gerichte und nicht die Jugendschützer oder irgendwelche selbsternannten Spieleexperten. Der Irrtum auf Platz 2. Spieler können Realität und Spiel nicht auseinanderhalten. Im Artikel Der Fuß Gottes vom 15.11.2012 auf faz.net wollte der Sportredakteur Uwe Marx die Leistung des Fußballers Zlatan Ibrahimovic schmälern. 25 Meter Fallrückzieher, das sei ja gar nichts, das habe ja schon mal jemand aus 40 Metern geschafft. Und zwar er hier, Rade Prica im Spiel Rosenborg BK gegen den FC Basel. Das Problem nur, das Match hat es in Wirklichkeit nie gegeben, die Szene stammt aus Pro Evolution Soccer. Ein Computerspieler hätte das natürlich sofort erkannt. Und der wohl größte Medienirrtum in Sachen Computerspiele ist, dass Computerspieler nichts anderes machen, als Computer zu spielen. Wer soll denn die Eisbären retten? Computerspiele sind ein Hobby wie jedes andere auch. Wir Spieler, wir lesen auch Bücher, wir machen auch Sport. Wir gehen mit unseren Kindern Schlitten fahren. Aber jetzt gehen wir erstmal ein paar Eisbären retten. Yes!